Hier studiere Wirtschaft, weil Deutschland hat schon die beste Wirtschaft Europas, dann da muss man Wirtschaft studieren. Weil ich aus Guatemala komme, mein Abitur wurde nicht anerkannt und ich brauchte ein paar Prüfungen. Diese Prüfungen heißen FSP und ja, das Studienkolleg hat mich vorbereitet, um diese Prüfung zu bestehen. Es hat 2 Semester gedauert. Ich habe VWL, Mathematik, Englisch und Deutsch gehabt. Was ich super besonders fand vom Studienkolleg ist, wir waren eine kleine oder eine relativ kleine Gruppe. Also die Lehrer hatten Zeit, für die ich auf wirklich jede Frage eingehen, jede Frage beantworten. Und ja, am Ende ist das, was man am meisten braucht, diese Unterstützung. Also das Studienkolleg ist perfekt allokiert, finde ich. Es ist wirklich 2, 3 Haltestellen von der Altstadt. Die Altstadt ist halt das Zentrum. In Düsseldorf sieht es super schön aus, super easy zu erreichen, von verschiedenen Wegen, verschiedene Busse, verschiedene Bahnen. Also es hat super, super viele Verbindungen. Das Gebäude ist super, super nice, sehr clean, sehr groß, sauber, große Fenster, viel Beleuchtung. Also über das Gebäude, über die Lage kann ich wirklich nichts Schlechtes sagen. So, nachdem ich diese Prüfungen geschafft hatte und mich fürs Studium bewerben könnte, ich wusste, dass ich in Düsseldorf bleiben wollte. Ich liebe es hier in Düsseldorf. Es gibt keine bessere Stadt. Ich bin super, super zufrieden mit dem Leben in Deutschland, für das Studium, Studentenleben. Ein bisschen kompliziert gerade wegen der Pandemie, aber trotzdem hat es super, super viel Spaß gemacht bis jetzt. Ich hoffe, dass es weiter bleibt.